Wir kommen zu Tipp Nummer 8, nämlich die Pendelkarten und vor allem, wenn die zerstört oder wenn sie abgeworfen werden. Ich nehme mal dafür als Beispiel meinen Thomas, aber dafür wieder auf die Hand zurück, um das einmal demonstrieren zu können. So, folgendes. Wenn Pendelkarten vom Feld zerstört werden, sei es jetzt durch irgendeinen Effekt der Karte, normalerweise kommen ja sämtliche Karten auf den Friedhof hier rechts. Also quasi da. Bei Pendelkarten ist es aber so, wenn diese zerstört werden, gehen sie nicht auf den Friedhof, sondern sie gehen aufs Extradeck. Das heißt, die zerstörten Pendelkarten kommen hierhin und werden offen hingelegt. Das gleiche geht auch für Karten, die in der Pendelzone zerstört werden. Die gehen auch dann quasi wieder dahin. Wie könnt ihr diese Karten wiederholen? Weil anders als bei Fusion, Synchron, Exis-Beschwörung habt ihr natürlich jetzt keine wirkliche Beschwörungsform, um sagen zu können, okay, das Monster bekommt ihr dadurch zurück. Habt ihr nicht. Hier kommt die Pendelbeschwörung nochmal ins Spiel. Wenn ihr Pendelmonster im Extra-Deck habt, dürft ihr sie mit der Pendelbeschwörung zurückholen. Aber wichtig ist, und dafür gilt auch wieder die Feldregel, alles, was vom Extra-Deck beschworen wird, wird in die Extra-Monsterzone gelegt. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Pendelbeschwörung macht und Abyss Ragnarok vom Extra-Deck wiederzuholen, zählt das als Extra-Deck-Beschwörung und ihr müsst das Monster in eine Extra-Monsterzone legen. Da wir jetzt im Moment gerade nur eine zur Verfügung haben, können wir sie nur hier legen und das Feld ist belegt. Wir können kein weiteres mehr legen. Denn das andere gehört uns dann nicht mehr. Wir können nur ein Feld benutzen, nicht beide. Anders ist es bei den Karten auf der Hand. Wenn ich jetzt ein Pendelmonster von meiner Hand per Pendelbeschwörung rufen möchte, kann ich es einfach hier aufs Feld legen. Es muss da nicht in ein extra Monsterzonenfeld. Nur das, was vom Extra-Deck beschworen wird, kommt da auf das Feld. So, wenn ich jetzt aber Karten von meiner Hand abwerfen muss und ich werfe ein Pendelmonster ab, dann geht es wiederum auf den Friedhof. Es hat einfach damit zu tun, es nur die Karten hier auf dem Spielfeld liegen, werden zerstört. Alles, was von der Hand oder vom Deck auf den Friedhof gelegt wird, bei den Pendelkarten, geht auch auf den Friedhof. Das gleiche gilt übrigens auch für Exis-Materialien. Ich hoffe, dass ich jetzt noch. Ja, habe ich. Also, wir erinnern uns, wir hatten ja einmal als Exis-Monster den Duo-Dämmerungskönig Caliuga aufs Feld. Und ich hatte auch schon mal das Thema Exis-Materialien abgesprochen. Wenn ihr jetzt ein Material abhängt und das Material ist ein Panel-Monster, dann kommt das Material auch auf den Friedhof, anstatt aus Extra-Deck. Das sind so die Besonderheiten, die man nochmal mit beachten muss.